komm. Ja, hat er Pech gehabt. Gott, das sieht aus. Ist schon ein bisschen brutal. Ist es, aber was soll ich denn machen? Der muss damit leben. Aber das sein halt Ei so, oder er. Ich muss sagen, das sieht halt so cool aus, wenn man einfach guckt, so am Floß und dann an die Schlachte gerade den Vogel. Ja. Können sie direkt runterspülen. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ja, es sieht ziemlich cool aus, wenn die dann so hier schön an der Wasseroberfläche hocken. Da kommt so ein Megalodon und nagt die erstmal weg. Einfach mega cool. So, da oben kreisen die anderen. Aber denen ist das herzlich egal, was hier passiert ist. Ja, ich glaube, die haben gesehen, was mit ihrem Kumpel passiert ist. Ja, und da sie das nicht wollen. Und wenn ich im Preserving bin irgendwo? Nee, ja, ne? Unter der Treppe. Ah, unter der Treppe. Mm, super. Dann kommt da nämlich schon mal das schöne Pelagornis-Ei rein. Das hält da drin entspannt 79 Stunden. Das ist ja okay. Nee, es sind 79 Tage. Was erzähle ich denn? Das ist ja krass. Aber was mir auffällt, wenn ich mit der Maus auf so das Item gehe, dann tickt die Zeit nicht runter. Ich muss halt wieder weggehen und wieder raufgehen. Also ich habe keinen Live-Ticker. So. Echt? Ich war der Meinung, man also hat im Preserving Bin hat das nicht hingehauen immer. Okay. Oder nicht immer, sagen wir mal so. Manchmal ging es, manchmal ging es nicht. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn du das sagst, dann ist es so. Also zumindest also im Inventar geht's, aber so ein Kühlschrank und Preserving Bin hatte ich da immer mal ein bisschen Probleme. Okay, also habe ich noch nie so richtig drauf geachtet. Ich bin der Meinung, ich habe eigentlich immer diesen Timer gesehen. Den Spoil-Timer. Aber ja, kann auch einfach anders sein. Könnt ihr ja auch mal sagen, ob ihr da auch mal so ein Problem hattet. Ich meine, man hat halt auch dann später immer mit Mods gespielt, das erste Arc. Dann hatte man ja die ganzen S-Plus oder was auch immer Strukturen. Ja, vielleicht war das da ein Problem, das weiß ich halt nicht. Hm. Weil wir hatten ja eigentlich nur so S-Plus. Ja, deswegen. Und wir wissen ja gar nicht, wie es beim Standardkram dann war, den haben wir ja schon gar nicht mehr genutzt die letzten Jahre. Also alles wieder anders, wenn man hier die Vanilla-Struktur nimmt. Schöne Schneebiomen da vorne. Mhm. Und der Vulkan. Es sieht schon einfach geil aus. Ganz ehrlich, wir können ja auch einfach mal 3 Stunden durch die Gegend fahren. Ich muss sagen, ich mag unser Floß. Irgendwie ist das cool, hier einfach übers Meer zu schippern. Das sieht wirklich sehr chillig aus. Du hast das echt schön gebaut. Das muss ich ja auch mal sagen. Die kacken das Hausboot. Der Hausbootpanzer. Der Hausbootpanzer. Ja. Das ist doch super. Ja, den werden wir noch ein bisschen innen dekorieren mit Kleinigkeiten. Also es gibt ja jetzt hier keine richtigen Deko-Gegenstände, macht aber auch nichts. Da gibt es ein paar andere Möglichkeiten. Und vor allen Dingen anmalen. Also ich werde demnächst noch mehr Farben herstellen. Ich werde versuchen, alle möglichen Farben in einer guten Anzahl herzustellen. Und ja, dann geht das los. Dann wird hier gepinselt, was das Zeug hält. An dieser Stelle nochmal gerne einen Hinweis. Wenn ihr irgendwie noch mehr Asa sehen wollt von uns, dann könnt ihr auch gerne mal in den Streams vorbeischauen. Ja, da gibt es auf jeden Fall auch mal jede Menge zu sehen auf dem Community-Server. Oder direkt live vom Community-Server. Auf jeden Fall. Also macht das mal. Link zu den aufgezeichneten Streams. Die sind ja weiterhin verfügbar als Highlight bei Twitch in kompletter Länge. Link in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein, da ist so eine Sammlung, so eine Twitch-Sammlung. Wir müssen gleich sagen, das ist nicht so Zelda? Benutzerfreundlich. Bitte was? Ist da auch Zelda, wenn da Link ist? Aha, ja. Nein, ja. Auf jeden Fall ist da eine richtige Sammlung, die heißt Ark Survival Ascended. Und dort findet ihr dann wirklich alle Streams, die bisher stattgefunden haben. Ich glaube, jetzt sind es gerade 6. Es gab schon 6 Streams. Die sind mehrere Stunden lang. Da habt ihr also wirklich noch echt eine Menge Ark-Content vor uns, den ihr dort schauen könnt. Einfach ergänzend hierzu. Ist halt ein anderer Spielstand, muss man ja auch sagen. Aber auf jeden Fall auch sehenswert. Also schaut da gerne rein. Da kommen natürlich immer mehr Streams dazu für die volle Arc-Ladung. Ja, alleine schon von Freitag. Ich habe 9,5 Stunden gestreamt. Da hat der Mario Solo gestreamt. Also der hat gar nicht mehr aufgehört. Ich war nicht da. 9,5 Stunden Mario Solo. Gönnt euch das. Gönnt euch das. Zu finden in der Videobeschreibung. Ja, aber das war höchst professionell, weil ich niemanden retten musste. Ich konnte Dinge selber. Tun. Ich konnte Dinge tun, auf die ich Lust hatte. Wie jetzt? Wenn ich da bin, hast du da keine Lust drauf? Na super. Na, dich retten. Ja, wenn ich gerade farme, dann dich retten. Dann ja, das gehört dazu. Ja, ist okay. Sind wir jetzt so weit gefahren? Nee. Ich glaube, das müsste hier irgendwo sein. Ich glaube, hier rechts irgendwo. Und falls du irgendwo rechts einen Wasserfall siehst. Ich guck gerade schon so ein bisschen. Ich hatte gerade einen kleinen Ruckler, macht aber nichts. Ich glaube, hier ist irgendeine Zonengrenze. Also ich sehe einfach nur richtig schöne Bäume. Und noch kein Wasserfall, aber es sieht auf jeden Fall aus, als ob man hier gut parken kann. Ja, ich glaube, wir müssen hier vorne nochmal um die Ecke. Ja. Und dann rechts rum.
Na, gucken wir mal. Hier unten. Auf jeden Fall wird es hier langsam frisch. Wir kommen langsam im Polarkreis. Jo. Ah, 28 Grad, es wird langsam frisch. 27 naja, Grad. Also wir hatten unten auf der Insel bei 50. Sieht eure Socken an. Das ist ja wohl frischer. Das sieht auf jeden Fall cool aus in der Wasser. Ja. Wir haben auch den Unterwassernebel ein bisschen ausgeschaltet. Deswegen kann man auch so cool Dinge erkennen unter Wasser. Weil es macht einfach mehr Spaß, wenn du nicht so durch so eine Kloßbrühe schwimmst, weißt du? Ah, guck mal, hier rechts ist ein Wasserfall. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich gucke. Ja, ja, ich glaube, wir sind da. Und sorry, Pelagornis, du wurdest auch überfahren. Und schon wieder ein Hai, der den Pelagornis isst. Oder auch nicht. Doch, doch, der isst den. Guten Appetit. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier müssen wir anlegen. Hallo, neues Zuhause. Cool. Schmeiß den Anker. Na, ich will mal gucken, wie tief ist denn das hier? Was hier liegt sich das rein? Nee, okay, ich würde sagen, dann kommen wir hier. Ja, hier kann man parken. Ich würde auch gar nicht anlegen. Also ich würde aber hier stehen. Oh, mir ist mal durchs Dings gefallen. Ich würde auch gar nicht anlegen, denn falls irgendwas Garstiges kommt, was uns killt, dann können wir hier wieder respawnen, ohne dass wir da. Ja, das stimmt. Gleich direkt Action haben. Ja. Ja, dann schwimmen wir rüber. Ja, haben wir irgendwie so Spikes oder so ein Kram? Wir könnten doch auch noch ein Mini-Floß bauen, einfach mal kurz. Wir können doch einfach rüberschwimmen. Nee, aber die Tiere können nicht so gut schwimmen. Guck doch mal. Easy. Para, guck mal, der schwimmt schon los. Ja, aber die Dinos und so, das ist, geht so. Wir müssen doch eh erstmal eine Base erkunden. Also bleiben die jetzt erstmal noch hier stehen. Hallo Lustro, wenn du hier bist, dann ist ja safe, ne? So. Ich schwimme mal mit dem Para rüber. Na hallo. Guten Tag. Die sind auch so eine Glotzi, ne? Oh. Glotzi wollte ja mal so ein kleiner Ding, so ein kleiner Lustro sein. Das ist wirklich so. Lässt sich einrichten, ne? Ja, wenn wir gefragt haben nach Tiernamen, Glotzi wollte immer so ein Lustro sein. Na, dann wird's vielleicht ein Lustro namens Glotzi. Wir checken mal die Lager. Das sieht noch ganz okay aus. Hier sind Paras. Oh, Parababy. Och, hallo. Süß. Wie wär's die Parafamilie hier? Hat ich mal Level? Level? Och, zwei Babys. Hallo. Level 95. Ja, die Babys auch. Er ist vielleicht ein bisschen niedrig, aber ja. Achso, ich habe eigentlich den falschen Para. Dann tauschen wir. Na. Weil Paralyse gehört nämlich zu Anni. Genau. Das ist Programm. Einmal Vorfahrt. Ja, dann tingeln wir mal hier lang und hoffen, dass unsere Petris das Boot beschützen. Na klar, da passiert doch nichts. Den Para hier ein bisschen leveln. Das sieht sehr chillig aus hier. Das ist vor allen Dingen auch geil, weil man halt dann wirklich von hier auch noch einen Blick halt zum Schneebiom hat. Ich muss sagen, das hat was, wenn man so zu einem anderen Biom gucken kann. Oh ja, und hier der Wasserfall. Ach, wie schick. Hübsch. Ja, dann müssen wir wohl auf dem Community-Server mal Miriuki und André raiden, weil die wohnen nämlich hier an der Stelle. Und dann machen wir die Base platt. Dann machen wir die einfach, ja, dann werden die rasiert. Und dann ziehen wir einfach hierher. Ah. Ja, ist halt so. Wir bauen einfach alles voll. Oh, ich hab einen Lustro gehauen. Entschuldigung. Oh nein! Der hockte hier im Busch. Ja, jetzt haut er auch ab. Level 80. Der ist ganz verstört. Ja, ist okay. Der Pacher macht jetzt nicht wirklich Schaden bei dem. Aber hier hat man echt einen schicken Ausblick. Da kann man hier direkt an der Klippe wohnen, ne? Hey, der Blick aufs Meer ist halt so geil. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, hier ein bisschen Gemüse wegzuhauen. Ja. Auf jeden Fall mal eine Sichel, soweit sind wir ja noch gar nicht. Wollte mal gucken, ich komme halt immer so ein bisschen durcheinander. Womit denn? Naja, mit dem Fortschritt hier und dem Fortschritt drüben. Ja, Sichel theoretisch könnten wir ja schon bauen. Ja, ja, also wäre auf jeden Fall. Wir haben noch schon eine, oder? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber ich guck mal kurz. Ja, wenn, dann liegt die noch im Floß. Ach, hallo Dodo. 75er Dodo. Moin, noch ein Dodo. Bist du für einer? Ja, leider gibt es halt keine Möglichkeit, um diese Schrift zu vergrößern, die über den Dinos hängt. Früher war das immer so richtig schönes, knalliges Gelb. Das ist mittlerweile leider nicht mehr der Fall. Ich lass mal den Paralyse hier bei dir stehen und hol mal die anderen Tiere. Ja. Okay. Also beziehungsweise... oder noch nicht. Na, Tiere glaube ich noch nicht. Warte mal kurz. Ja, ansonsten... Ich hätte mal geguckt, dass ich eine Sichel bauen kann. Ja, das kannst du machen, aber ich glaube, die Tiere brauchst du nicht herbringen, weil ich weiß noch nicht, ob das Sinn macht. Warte mal, eine Smithy, weil die können wir nicht einfach so bauen, ne? Stein mit. Nee. Okay. Oder hast du Zeug mitgenommen? Nee. Nö, geht doch. Wir finden ja auch gleich beim Anbauen ja noch Zeug. Ja, ja. Aber ich hole dann mal ein bisschen was. Ja.
Und dann können wir hier schon mal was hinstellen. Brauchen wir eine Forge auf dem Floß und das Smithy? Ja, naja, einfach die beiden grundlegenden Dinge. Das ist super. Oh, schön. Was sagt die Wassertemperatur? 14 Grad. Das ist ziemlich frisch. Ja, dann müssen wir gleich auch mal ein bisschen was futtern. Wobei wir haben ja auch in der Preserving Bin ist ja auch einiges drin. Oh, hallo Fischer. Ach ja. Doch, ich glaube, aber das ist ein schöner Spot da oben. Ja. Da kann man was draus machen. So. Wollen wir schon mal ein Bett hin? Gute Idee. Ich habe die Hausbootbetten übrigens auch eindeutig benannt. Ah, sehr schön. Okay. Weil ich finde es immer super schwierig, wenn man halt dann nicht weiß, wo man eigentlich rauskommt. Selbst wenn man es auf der Karte in der Theorie sieht, ja, heißt das nicht, dass man in dem Moment wirklich schaltet, wo man tatsächlich rauskommt. Ja, du kannst auf jeden Fall mal Eisenbarren mitbringen, bitte. Ja, mache ich. Auf jeden Fall. Dass so. Wir vielleicht ein paar Spikes oder irgendwas bauen. Muss ich mal kurz gucken. Ach so, Forge und so baut man ja im Inventar. Das vergesse ich immer gerne. So, was braucht man hier? Aha. Naja, wir haben ja genug Zeugs. Hallo, Lystro. Ob sich damals Siedler auch so gefühlt haben, wenn die irgendwo hingefahren sind, wo halt noch keiner irgendwo gewohnt hat, auf irgendwelche Inseln oder sonstiges. Hm. Na, einfach so ein richtiger Urwald irgendwie an Land und dann musst du erstmal reinarbeiten und dann fängst du langsam an, so die Hütten am Strand zu bauen. Dann arbeitest dich weiter vor. Das fühle ich echt so gerade irgendwie. Ja, so richtiges Survival-Ding halt, ne? Hallo, Dodo. Die schleichen hier durchs Gemüse. Das ist der Gemüse-Dodo. Man kennt ihn doch. No. Okay. So, eine Schmitti. Was fehlt denn hier? Metall. Also eins reicht, ja? 1-1 bei beiden erstmal? Forge und Smithy, oder? Ja, Forge kannst du nicht eine mitbringen. Also zwei. Ja. Okay, Fiber halt. So. Auf jeden Fall eine Sichel. Also wir müssen hier ja einiges wegsicheln, glaube ich. Habe ich die jetzt schon gelernt? Muss ich mal gucken. Ja, doch, habe ich tatsächlich gelernt. Schon. Hide und Wood. Okay. Kommt halt wieder rüber. Okay, dann nehme ich zwei Sicheln. Ja. Also wir haben gleich auf jeden Fall genug Zeugs, um überhaupt erstmal klarzukommen mit irgendwas. Eins, zwei. Bevor wir gleich, also wir werden auf jeden Fall bisher den Lagerplatz mal sichern und bevor wir dann erstmal lostingeln, mal ein bisschen Kristall organisieren. Oh ja. Einfach mal für ein Fernglas oder sonstiges halt, dass wir vorbereitet sind, falls ja irgendwas hier rumspringt. Das wir brauchen auf jeden Fall Kristalle. Ja, also dass wir halt nicht jedes Mal rankriechen müssen irgendwie an die Tiere, um zu gucken, was für ein Level die haben. Das ist halt schon ziemlich praktisch. Ach, ich bin überladen. Komm, erzähl doch nicht. Was ist denn hier wieder so schwer? Alles. Beeren, weg damit. Okay. Gut, dann komme ich mal rüber. Ach so, warte mal. Spikes hast du ja gesagt. Die sollte ich vielleicht noch bauen. Ja, du sollst Metall mitbringen. Kann man ja notfalls. Na, Metall habe ich eingepackt. Also Metal Ingots habe ich. Ja, so. Ja, Spikes kann man dann hier bauen. Na, dann bauen wir die doch. Da kann man ja dann auch noch ein bisschen was. Also klar, du kannst natürlich mitbringen. Nee, ich komme jetzt erstmal rüber. Wir wollen ja da auch irgendwie ein bisschen vorankommen. Bin jetzt noch ein bisschen überladen, aber das bisschen macht nichts. Das ist wie, wenn man mit vollem Bauch schwimmen geht. Ja. So ein bisschen. Im Regelfall hast du aber keine Megalodons oder so unter dir. Ja, kommt drauf an, wo du schwimmen gehst. Im Freibad natürlich nicht. Im Meer hast du auch keine Megalodons. Ah. Da ist der Haie. Wobei, Jason sollte mir was anderes behaupten. Ja, eben. Wir müssen noch irgendwann den zweiten Mac-Film gucken. Den ersten haben wir ja damals geschaut, ohne große Erwartungen. Und den zweiten gucken wir auch ohne große Erwartungen. Das ist ja einfach nur, um sich mal berieseln zu lassen, nicht wahr? Ist jetzt sicherlich nicht so ein Film für 10 Oscars oder so, aber es ist halt eher so ein Popcorn-Kino. Genau, aber Popcorn-Kino, also ich meine, das geht euch doch nicht anders, oder? Manchmal ist Popcorn-Kino richtig cool, wenn man einfach sagt, boah, ich muss jetzt nicht super mein Hirn einschalten, um einen Film zu gucken und der sonst wie tiefgründig ist, sondern einfach mal Film an,
Schüssel Popcorn am Start. Oder zwei, je nachdem. Auf einer Schüssel kann man ja nicht stehen. Und dann geht's los und dann lässt man sich berieseln. Zum Beispiel von Filmen wie Mac. Ja, oder Mac 2. Oder Mac 2. Oder unseren YouTube-Videos. Das können wir natürlich immer empfehlen. Da hast du aber eine sehr schöne Überleitung hier geschaffen. Wobei, ich sage aber mal so, ne, das ist ja schon Oscar-verdächtig. Ja. Hallo, wir haben ja wohl also den epischsten Liedsichtes-Fight ever gehabt. Gerade eben auf jeden Fall. Also auf einer Skala von 1 bis 10? 12. Der war 12. Mindestens. So, wo komme ich denn jetzt hier hoch? Hier. Sehr schön. Warum läufst du nicht den Weg vorne lang? Ich habe da keinen Weg gehabt vorne. Wir sind doch gerade den Weg hochgelaufen. Na, ich bin woanders lang geschwommen. Ist doch nicht schlimm. Wir sind gerade den Weg hochgelaufen und Anja hat schon wieder vergessen, wo der Weg ist. Ist nicht schlimm, es gibt hier mehrere Wege, die nach Rom führen. Ja, offensichtlich ja nicht. Doch, doch, ich bin jetzt hier unten beim Wasserfall. Da komme ich bestimmt auch hoch. Ja, vom Wasserfall, da kommst du nicht hoch. Das sagst du jetzt so einfach. Ja, das sag ich dir. Ist da eine Höhle hinter? Ha? Ist da eine Höhle hinter? Nee. Also, glaub nicht. Nee, tatsächlich nicht. Toll. Anni soll Dinge mitbringen und sitzt immer völlig lost irgendwo im Wasser. Ich habe eine Strickleiter mit. Ich kann mich hochstricken. Sehe ich dich von hier oben aus? Da unten schwimmt Anni. Soll ich auslachen? Mach mal. Ja, mach mal. Aber Vorsicht, dass du dabei nicht abstürzt. Ja, hier kann man auch links hochlaufen. Naja. Geht schon. Naja. Ansonsten baue ich mir irgendwann Climbing-Hooks und dann klettere ich einfach hier an jeder Wand hoch. Also bevor du einen Climbing-Hook hast, den es ja noch gar nicht gibt, ne? Ach so, den gibt's hier nicht, ja. Du kannst einen Climbing-Hook bauen, aber bis du hin da bist oder so, hier dreimal eine Base gebaut. Wahrscheinlich. Macht nichts. Ich muss hier meinen Weg durchschlagen. Weiß ich, ich hab extra Pläne gemacht, wie das hier heute mal strukturiert vorangeht. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Und Anni supportiert wieder alles. Ach, ein Lüstrol im Wasser. Also irgendwo werde ich ja wohl da rüberkommen. Ich muss ja halt einfach die Gegend ein bisschen erkunden. Ja, aber wir müssen erstmal die Base sichern, bevor du erkunden gehst. Geht schon. So, geht's hier hoch? Mal gucken. Irgendwo muss doch ein Weg sein. Neben dem anderen. So, mal schauen. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Das ist, glaube ich, auch zu steil, oder? Ja, das ist zu steil. Also sag mal so, du kannst noch eine ganze Ecke weiter schwimmen, bevor du dann an Land kommst. Ja. Dann wäre der Weg hier außenrum, also vom Floß aus, einfach deutlich kürzer gewesen. Naja. Übrigens gibt es hier aber auch einige schwebende Steine wieder, habe ich gesehen. Und ich hoffe, dann springt irgendein Alpha-Kano rum oder irgendwas. Warum wünschst du mir das? Ja. Erzähl doch mal. Alpha-Karma. Alpha-Karma. Alpha-Karma, ich glaube auch, ey. Warte mal, kann man den abbauen? Das sind keine abbaubaren Steine, das ist ja schade. Lass mich hoch, Mann, ich komme hier nicht hoch. Zu dick. So Ankies und sowas werden wir wahrscheinlich nicht in der Nähe finden, also zumindest nicht hier in dem Wald. Ja, weiß ich nicht, ob hier keine Ankies unterwegs sind. Aber Dödi vielleicht oder so, keine Ahnung. Ich schlag mich jetzt durch den Urwald. Ey, wir brauchen auf jeden Fall ja noch ein paar schicke Tierchen. Ja, vor allem das Witzige ist ja, ich meine, ich warte jetzt auf Anni, dass sie irgendwas mitbringt. Ja, ich bringe alles mit. Ja, aber dann kommst du an und dann haben wir noch keine Spikes. Ja, aber die haben wir gleich. Wie viel Metall hast du in der Tasche? Über 100. Wie viel brauchen wir pro Spike? 30? Das weiß ich nicht. Spike. Die Metalldinger habe ich ja gar nicht gelernt. Spike. Achso, die kann man ja noch als Smizzy bauen. Was brauchen wir denn da? 25. Na, dann haben wir ja wenigstens 4. Oder 5. Vielleicht sogar 6. So, guck mal, wer hier ist. Ach. Schönen guten Tag. Na? Ja, du bist ja noch gar nicht da. Na, aber hier, ich bin hinter dir. Hallo. Der Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Eine halbe Aufnahme vertrödelt. Ach, nun sei mal nicht so. Also, bau mal irgendwo eine Foundation hin. Oder haben wir schon eine? Schon Foundations. Mein Gott, ich bin hier schneller als du. Na, ich muss ja erst mal gucken. Übrigens, was ich ziemlich cool finde. Ja, was denn? Weiß nicht, ob du es schon wusstest, wenn man hier einmal Linksklick macht, wenn man hier so eine Foundation hat. Ja. Kann man einfach hoch und runter. Okay. Kann man im Prinzip einstellen. Das ist krass. Wie man es haben will. Das geht allerdings nur bei Foundations, bei Ceilings geht das nicht logischerweise, aber so kann man auf jeden Fall sagen, das ist aber richtig, wie hoch gut man das haben will. So, Werkbank steht schon mal. Und die Schmitti steht, nicht die Werkbank. Die Werkstand. Egal. Ich bin endgültig verwirrt, ihr Lieben. Guten Morgen, und Tapichara. Hallo. Ihr wisst, was ich meine. Da ist ein Tapichara. Tapichara. Hast du eine Bola? Ja, habe ich. Warte. Ich habe keine Ahnung, was für ein Level ist. Da vorne.
Mann, ich bin immer noch überladen. Kannst du den einfach nicht ausgeschmissen, wenn er nicht gebohrt hat? Na, warte mal. Oh, Tapi, Tapi, Tapi. Oh, der hat aber eine schöne Farbe. Ich glaub, oh! Der nicht nah ran. Das war's. Ich sagte nicht so nah ran. Ja, Mann! Das ja, geht Mann! Halt nicht immer. Hör doch mal zu, Mann! Alter, ey, nichts hört sie. Und davon nein, richtig viel. Ja, toll. Ja, der kommt bestimmt wieder. Nein, tut er nicht. Ja, warum hast du keine eigenen Bolas? Sag mal, wie bist du ja, weil ich schon bewaffnet war mit der Armbrust. Der Bruder zeigen kann, dass du Aim hast. Der kommt bestimmt wieder. Ich habe noch 3 Bolas. No. Der weiß, dass es ihm hier nicht schlecht gehen wird. Ich habe aber auch nicht gesehen, dass der jetzt so richtig weit weggeflogen ist. Ne? Ja, ich glaube, der sitzt da hinten. Du hast ja nicht mal gesehen, wo der hingeflogen ist. Ja, irgendwo ist der nach hinten gekrabbelt. Ich muss erstmal ausladen. Das ist hier so ein bisschen schwierig, wenn man gerade noch die Taschen voll hat. Ich habe halt keine Ahnung, was hier so rumspringt in dieser Gegend. Mm. So, Feuer. Aber das ist schon schön hier am Wasserfall, ne? Ja. Ist auf jeden Fall ein echt schönes Gebiet. Da kann man nicht also was wir machen sagen. Können, auf jeden Fall mal die Petris mitnehmen hier hoch, weil dann kann man ein bisschen erkunden. Von ja, oben. Ein bisschen scouten. Gucken, was da los ist. Deine Sichel habe ich in die Werkbank geworfen. Mhm, vielen Dank. Bitte gerne. Die Metal Ingots sind da drin. Ja, der ganze Kram ist jetzt hier drin. Ich bin gerade auf der Suche nach dem Tapajara, aber ich sehe ihn nicht. Ja, ich komme auch nochmal mit. Irgendwas klickt hier echt fies. Ah, oh, hier ist. Nee, das waren die Morphodon. Der sah halt ein bisschen aus, wie die Blätter hier von manchen Bäumen aussehen. So deswegen habe ich gedacht, dass der hier so rumsaß. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall nicht. Da wird man sicher nach oben geflogen sein irgendwo. Ja, aber der kommt bestimmt wieder. Es wird nicht der letzte Tapijara sein. Den ja, wenn wir erstmal gebaut haben, dann kommt ja keiner mehr vorbei. Der weiß dann, hier sind Menschen unterwegs, dann könnt ihr woanders jagen. Ja, aber dann sammeln wir den unterwegs man doch, mal ein. Ne? Also man will ja seine Ruhe haben und dann kommen auch immer ganz viele andere Leute noch dazu und dann zieht man woanders hin. Na, wir gucken. Gucken gerade auch nochmal. Aber ich habe auch keinen am Himmel gesehen. Gut, die Frage ist auch, wie weit kann man da gucken, ne? Oh mein Gott. Was denn? Absturz? Nee, das Wasser ist ja gar nicht, also ich wollte gerade ein bisschen nach vorne. Oh mein Gott. Was ist denn los? Ich höre ja, ich wollte, hier nur, oh ich wollte einfach ein Stück am Wasserfall nach vorne laufen, auf einmal war da halt so ein Loch im Wasser. Ein Loch im Wasser? Ja, ja. Also da war kein Stein, das Wasser war ein bisschen weiter nach vorne, als ich eigentlich erwartet hätte, sag ich jetzt mal. Okay. Ja, ein Kilobyte. Oh, komm her. Kann man gebrauchen. Haben die gar kein Level mehr? Die hatten doch vor allem ein Level, oder? Die Trilobytes? Ja. Oh, ja, ich bin der Meinung, die hatten auch ein Level. Aber ich kann es dir auch nicht genau sagen. Weiß ich nicht. Bin mir nicht so ganz sicher. Na gut, ich baue mal ein paar Spikes. Ein paar erste. Muss hier nur auch kurz lernen. Brauchen wir dann die... Ach, die Metal Spikes. Nee, ja, ja, die doch Metal gleich Spikes. Die Metal Spikes. Oh Mann, da laufe ich doch gegen. Ja. Struktur. Ich verstehe das Problem jetzt nicht. Ja, ich schon. Ach, wir haben noch nicht genug Hide. 20 Hide. Ich habe gar keinen Hide mit. Ne, ich bin eh gleich am Floß. Ich wollte mal die Petris holen. Ja. Gibt's eigentlich Perlen? Also unter Wasser, ich glaube tatsächlich, ich hätte unter Wasser schon mal Perlen gesehen. Ja, unter Wasser habe ich auch schon mal Perlen gesehen. Die Frage ist, ob ich hier schon mal Perlen gesehen habe. Ach so, hier in dem Gebiet direkt. Also, ja. Wo denn sonst? Na, klar gibt es auf dieser Karte Perlen im Wasser. Ja. Das ist doch logisch. Manchmal ist komisch. Ich komme auch nochmal drüber, dann hole ich ja auch einen Petri. Ja, den kann ich ja gerne mitbringen. Na, oder irgendwas tragen? So, ich hole mal Leder. Wie viel Leder haben wir denn? 134, mein Gott, das ist ja... Da können wir ja richtig aus dem Vollen schöpfen. Hallo, hi. Da müssen wir dann vielleicht doch mal ein paar Paras umbringen oder so. Ja, irgendwas, was man da oben halt relativ gut zerpflücken kann. Ja. Es hilft ja alles nichts. So ein bisschen C4, ein paar Paras wegspringen oder so. Schöne Fallen dorthin legen. Dann erledigt sich alles von alleine. So. Petri, komm mal runter hier. Also lass ruhig einen stehen. Ich bin ja jetzt auch gleich da. Nein, stehen lassen du jetzt nicht. Oh Gott.
Oh Mann. Ich fliege jetzt wieder hoch. Hm. Tschüss, Petri. Wo bist du gerade? Ich bin im Wasser, hier vorm Floß. Juhu. Okay. Das ist halt auch so gemein, ne? Du schwimmst halt gerade los. Naja, und dann wirst du weggegrabt. Ja, dafür, ist ja okay. Dass deine Pause vorbei ist. Ist ja auch meine Pause. Ich wollte eigentlich Sachen vom Floß holen, aber ist okay. Nein, das machen wir, wenn hier was steht. Petri, bleib stehen. Meine Güte. Ich habe ein bisschen Leder mitgebracht, ja? Ja, super. Ansonsten gehe ich auch gleich noch was umlegen. Hast du noch Bolas am Start? Ich habe 3 Bolas. Ne? 3? Ja. Das ist ja. Wow. Ich baue mal noch ein paar. Aber da war ja gerade das Lederproblem. Ja. Man kennt's. Ja, wir haben halt auch nicht so viel, ne? Ja, deswegen müssen wir halt ein bisschen was umbringen gehen. Das hilft halt leider alles nichts. Ist das jetzt hier im Schrank? Ja, eine Werkbank. Okay. Ach, du brauchst einen neuen Speer. Nee, ich repariere gerade mal einfach, okay. Damit ich hier mal ein bisschen mehr machen kann. Was fehlt denn hier jetzt noch? Fiber. Gut. Ich baue mal noch 4 weitere Bolas. Also ich sag mal so, 7 Bolas einfach so ein bisschen in der Tasche sind schon okay. Ne, gib mal ein paar Paras umklatschen. Ja. Dann kriegen wir halt so ein bisschen was. Aber das Schlimme ist, hier ist diese Para-Familie. Und dann fühle ich mich wieder schlecht. Ja, aber es gibt noch andere Paras. Ohne Familie. Ja. Wie gemein. Die Singles haben hier kein gutes Leben bei uns auf der Insel. Naja, was soll ich sagen? Ist halt ja, so. Ja, ist halt so. Kannst du nicht ändern. Gut. Lass das. Die Beeren behalte ich erstmal. Ach, sie ist ein Trog. Brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, und dann kommen wir hier wieder hin und die Tiere verhungern alle. Die haben genug Futter. Naja. Wenn du das sagst. Dann bin ich dir erstmal überhaupt mal eine Mauer oder sowas. Ja. Warum folgt mir denn jetzt hier der eine Petri noch? Was ist das denn? Petri, komm bitte zurück in die Base. Beziehungsweise, ich nehme den mit, ich kann ja mit dem Petri vielleicht was umbringen. Vielleicht tötet der was. Vielleicht macht er ja Schaden. Glaub's zwar noch nicht, aber egal. Die Trike-Familie. Komm, ein bisschen Schaden. Huch. Huch, was? Der hat mir versehentlich in den Speer gelaufen, der Dodo. Mm. Ist halt kein Schaf, muss ich einfach mal sagen. Das stimmt. Da sind wir dann doch schon sehr eigen. Aber am Strand ist ja aber nicht viel los. Nee, aber sag mal so, der ganze Wald ist voll wahrscheinlich. Ach, warte mal. War das ein Ichthyornis? Den hätte ich auch umgelegt, wenn er hier wieder an Land kommt. Sieht da irgendwie aus wie ein Hesperornis, oder? Ach, aber der Hesperornis, ja. Ach, ich verwechsel die auch immer. Das ist halt schlimm. Ne, die Ichthys, die fliegen in der Luft. Ja. Was ist denn hier noch so los? Die Hesperornis paddeln auf dem Wasser rum. Mhm. Ah, ist ein schöner Fluss. Mit einer Schildi und schönen Fischen drin. Aber gerade kein kleiner Para. Und ich wäre jetzt ja direkt hier an der Schnittstelle zum Schneebiom. Nee, da komme ich erstmal zurück. Ich will mir jetzt hier nicht irgendwie was abbrennen. Hier ist ein richtig schöner Argentavis. Ist der schön. In blau jetzt und braun. Ich könnte fragen, was er für ein Level hat. Ha, ja, das können wir leider nicht sagen. Ja. Du musst mal ranfliegen. Kann ich machen. Ihr wollt da einen Argentavis haben. Ja, warte mal. Wo ist er denn hin? Archie Bombachi, wo bist du? Hä? Archie? Du warst doch gerade hier. Da ist er. Oh, hier sind mehrere. Was? Hier ist eine. Ja, okay, hier sind. Ah, da ist ein Rex! Ah! Okay. Also hier sind 5 Archies und ein Rex. Und Skorpion. Trau mich jetzt hier nicht ganz so ran, aber ich muss mal gucken. Schade, kein Kristall hier drin. Das ist ein Level 15er. Naja, gut, nee. Hm. Ah, jetzt habe ich bestimmt alle Archies hier am Hintern. Aber ein Rex da am Strand. Schön. Gar nicht so unendlich weit weg von uns. Aber das dauert noch, bis wir den ersten Rex haben. Also ich sag mal so, ne? Staffel 1.
War ich auch nicht im Plan, dass wir einen Rex holen. Nee. Da wollten wir eigentlich was anderes und dann auf einmal war Bertha da. Ein Trike, glaube ich. Ja, ich glaube, wir wollten Trike, ja. Ja, man muss halt irgendwie die Dinge so nehmen, wie sie kommen, ne? So, okay. Ich muss jetzt hier mal kurz ein paar Kompis und ja, die bringen ja auch Leder. Wo bist du hingeflogen? Im Norden oder was? Einfach, ja, einfach Richtung Schnee. Och Mann, Petri. Das ist auch so eine Dodo-Familie. So, das. Bohne, jetzt brauche ich eine Setch und. Jetzt brauche ich gar nicht Setch und Fiber. Ganze 44 Leder, naja. Tut mir leid, Dodos. Tut mir leid. Ja, die bringen leider nicht so viel. Nee, oh Gott, dann fühle ich mich jetzt noch richtig schlecht. Oh Gott, und aus dem Baby-Dodo gab es einfach mal 20 Prime. Ich fühle mich schlecht. Kurzzeitig. Dafür habe ich jetzt 100 Hide. Naja. So, ich brauche noch ein paar Bolas, weil wir brauchen ganz dringend Hide. Ja, auf jeden Fall. Ach Mann, ich futter hier aus Versehen immer mit dem Petri das Hide weg. Das will ich gar nicht. Naja, egal. Gut, ihr Lieben. Für heute soll es das aber gewesen sein. Wir werden sicherlich zwischen den Aufnahmen hier noch ein bisschen weitermachen. Also nicht wahnsinnig viel, aber dass wir einfach auch noch ein bisschen vorbereitet sind. Und würden uns natürlich auch wieder über eure Kommentare freuen. Wie findet ihr es denn, dass wir jetzt hier diesen Bauspot genommen haben? War das überhaupt eine gute Entscheidung? Und ja, wie lange wird es wohl dauern, bis wir einen ersten Archie haben? Und Kristall und überhaupt? Und einen roten Airdrop da hinten. Hm. Oha, aber den können wir da, glaube ich, noch nicht looten. 65 oder? Eigentlich. Oder 55 plus 10 Level extra. Für ja. Einen mit Ring. Das wäre ja auch ein Ding. Na, vielleicht holen wir uns den jetzt gleich noch. Aber ihr Lieben, wie gesagt, für heute soll es das gewesen sein. Vergesst nicht auch auf Twitch mal reinzuschauen. Da gibt es noch mehr ARK-Content. Wir freuen uns auf euch. Und wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Tschüss.